Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zum heutigen Zelda-Stream. Heute ein bisschen regnerisch. Ja, die Amiibos wieder durchgehauen. Die Kiste von einem Amiibo steht hier noch, aber das ist nicht das Schönste, was jetzt gerade passiert ist, bevor ich den Stream angemacht habe. Ich habe endlich ein Pferd. Das kam auch durch den Amiibo. Es macht mich glücklich. Ja, zuallererst, wie immer, die Aussage wird rausgehauen. Wer spoilert oder Tipps und Tricks raushaut, der wird aus den Kommentaren verbannt. Ich will das Spiel selber spielen. Ich will keine Hintergrundwissen. Da hinten kam Sternschnuppe runter, die ich nicht mal ansatzweise kriegen werde. Ich kann es versuchen, aber ich schaff's wahrscheinlich nicht. Und heute müssen wir den Boss da auf der Brücke fertig machen. Aber erstmal gucken, was hier drin ist. Oh, ein Ritterschwert. Bei mir kam das gerade ein bisschen leise rüber, das Spiel. Ich kann es so machen. Ich nutze erstmal eine Waffe ab und danach gönne ich mir das Schwert. Ja, damit du mir nicht abhaust. Hält schon. So, Pferdchen, komm hier. Du gehörst jetzt mir. Aber ich will dich erstmal in Sicherheit abstellen. So, du wartest mal hier. Regengeschützt. Passt. Und wir werden heute direkt zu Anfang des Teams einen Miniboss bekämpfen. Ich hätte aber gerne erstmal ein Foto von dir schlafend. Mein werter Hinox. Die Kahok-Brücke. Hier liegt so gutes Zeug, das gönne ich mir direkt. Oh, ein Röstpilz. Er ist aufgewacht. So. Da sieht man ihn natürlich besser. Ich kenne ihn noch von früher, dein Schwachpunkt ist dein Auge. Jetzt muss ich nur mal Skill beweisen und treffen. An der Richtung einschlagen. Muss in höheres Terrain. Erwischt. Dank für das Schwert. Kann ich auch? Nein. Ich kann nicht mit dem synthetisieren, was an deinem Halsschmuck hängt. Aua. Ja, genau. Schau mich an. Muss hier hin. Frisch. Aua. Ich kann nicht hoch genug zielen. Oh, das kam ja trotzdem geflogen.
Warte mal, ich stelle mir gerade eine Frage. Wenn er was wirft, kann ich das zurückfliegen lassen? Kannst du mal den Baum aufheben? Ich will was testen. Dann halt nicht. Ach, die Irrknospe funktioniert sogar bei dir. Nein. Lichtpfeil. Muss mich konzentrieren. Warte mal. Das Ding, das hält er ja noch nicht grundlos hin. Das hatte er früher nicht. Kann das nochmal runterhalten? Dann halt nicht. Dann treffen. Du sollst deinen Kopf so in den Boden rammen. Nee, juckt ihn nicht besonders. Starrst du mich so an? Besiegt. So, was davon kann ich fotografieren? Den Zahn schon mal nicht. Den Helm kann ich fotografieren. Irgendwas musste man ja fotografieren können. Warte mal, da stand irgendwas mit den Waffen. Okay. Jetzt kann ich mir das hier gönnen. Fettchen hier geblieben. Endlich komme ich mal voran. Warte, du hast dir was zu futtern verdient. Komm mal her. Ja, gönn dir. Lecker, ne? Die schmecken dir. Ich muss noch ein Foto von dir machen.
ist schöner als das andere. Die Sternschnuppe ist wahrscheinlich schon längst weg. Ich hab's dreimal erwischt. Oh. Chili. Jetzt muss ich nur noch in den Fokus bekommen. Majoi? Ja, genau, bin ich. Okay, da muss ich noch mal hin. Okay, eine verlockende Belohnung. So, einmal kurz mit dem Schild synthetisieren. Nehmt mich raus! Ich dachte, Feuer ist gegen euch effektiv. Dann hat ein Feuerpfeil. Okay, jetzt verstehe ich nicht mehr. Aua. Na komm, zeige ich das Ding nochmal. Ich stehe bereit. Aber auf der Himmelsinsel kann ich das Vieh im Brand stecken. Warum kann ich es hier nicht? Nur weil so ein paar Tropfen von der Erde runterrechnen? Von der Decke. Brenn! Ich habe nicht schnell genug geschossen. Aua. Mir fällt ein, ich muss noch eine Sache eben kurz beim Stream ändern. So, dann steht auch nochmal in den Text. Oh. Die kann ich ja nur so finden. Der war sogar so nett und haben beide eine Kiste gedruckt. Oh, wie nett von denen, Steinsalz.
Stimmt ja, eine Truhe muss ich eigentlich auch noch mal. Aber die platzieren wir schön. Und zwar nicht die, sondern die andere. Jetzt muss ich nur überlegen. Genau deswegen. Wie komme ich da am besten hoch? Am besten, ich hole mir mal eben kurz ein paar Baumstämme von draußen. Ich hoffe, dass ein paar in der Nähe sind. Ich sehe jetzt hier keine gerade. Muss doch irgendwas sein, das ich nutzen kann. Ich glaube, ich bringe erstmal mein Pferd da vorne hin. Damit es auch als mein Pferd registriert wird. Weil es noch wieder funktioniert. Kann die bei den Stellen denen zeigen und dann wissen die, das ist mein Pferd. Ich drück 10-mal die Zügel. Nee, habe ich noch nicht. Ja, ich bin Link. Ich weiß Bescheid. Ich will dieses Pferd registrieren. Ja. Ja, das wird auch so heißen. Als ob ich Epona umbenennen würde. Umbenennen würde. So, behalt das Pferd erstmal. Ich kann es ja später holen. Ich weiß Bescheid, wie Ställe funktionieren. Ach nee, solche Punkte. Wie funktionieren die nochmal? Das gab's, glaube ich, bei Wild nicht. Okay, hier vorne hatte einer eine Quest für mich. Möchtest du mir zeigen, wo der Schatz vergraben ist, mein Hund? Gönn dir. Gefein. Gefeini. Mehr Fleisch. Du willst mehr.
Hier kriegst du direkt eine ganze Ladung. Wild war es so, dass sie dann einen zu einem Schatz geführt haben oder zu einem Krog. So oder so, gönn dir. Ich glaube, der Hund liebt mich. Ja, der führt mich jetzt irgendwo hin. Wir folgen dem Hund. Ja, feini. Feiner Hund. Die hätte ich zwar auch so gefunden, aber fein. Ich will den Mob fotografieren, nicht den Brunnen. Wie dumm ist das denn? Ich kann den Mob nicht anständig fotografieren. Weil der dann immer den Brunnen in den Fokus nimmt. Warum lehnt der auch so doof? So, ich will wenigstens ein anständiges Foto. Ganz an meinen Speer mit dran. Hat der mehr Reichweite? Hier ist genügend Material, das ich zusammenbasteln könnte, um mir eine Brücke zu bauen. Entschuldigung, ich wollte niemanden erschrecken. Ach, ich muss die Quest von dir noch mitnehmen. Ja. Wie kann ich dir denn helfen? Da fehlen die Reifen. Also die Räder. Du gibst mir dein ganzes Geld? Sag das doch gleich. Gern geschehen. Habe ich doch gern gemacht. Jetzt muss ich dir aber ein Pferd holen, ne? Man kann sie mit Äpfeln locken. Da ganz hinten in der Ferne sehe ich Wildpferde. Ah, hi. Sieht man sich mal wieder. Da ist ein Unfall passiert. Okay. Erstmal würde ich gerne die Brücke bauen, um an das eine Teil dran zu kommen. So. Ich hoffe, du passt dadurch.
Es scheint zu passen. Und es ist lang genug. Sogar einen kleinen Ticken zu lang. So, jetzt passt's. Oh. Wo ist der Frosch hin? Kannst du mit dir rauskommen? Man sieht dich da echt beschissen. Warum sind die alle da drin? Komm da raus. Ich weiß, dass du da bist. Ich will doch nur ein Foto von dir. Warum willst du unbedingt mit dem Kopf durch die Wand? Mann. Der Fotograf in mir sagt ja, aber die Motive sagen nein. Oh. Zumindest eine Kröte. Hier ist gleich Blutmond. Da kamen wieder diese Echsen runter. Ich brauche mich gar nicht weiter bewegen. Wenn da was kommt, wird es eh wieder belebt. Wenn das Blutmonds Licht die ganze Welt färbt, erwacht das Fleisch von Ungeheuern zu einem neuen Leben. Und ihr Hass ergießt sich über das Land. Okay, danke für die Geschichtsstunde, Zelda. Du schon wieder. Ja, hat nicht gezählt. Doofes Vieh. So, ich habe den Höhenfisch. Ich habe nur gesehen, dass es hier hinter geleuchtet hatte und bin deswegen hingesprungen. Verdammt, diese Pilze habe ich auch noch nicht fotografiert. Stimmt ja. Oder? Doch, euch habe ich fotografiert. Du bist, diese Schatztruhe steht so cool. Von dir mache ich auf jeden Fall das Foto, aber das machen wir noch ein bisschen cooler. Du
Ein cooles Schatztruhenfoto kriegen wir nicht. Ich muss es jetzt nur ein bisschen besser innen bekommen. Ja, das sieht doch geil aus. Da waren die Kletterhandschuhe drin. Direkt ausgerüstet. Die Höhle hat sich schon mal gelohnt. Ja, ich dachte, ich kann die Dinge auch so springen. Ja, ich hab's geschafft. Ich habe die Sportkröte mal fotografiert. Was, wenn ich eigentlich einen Gegner mit einem Leuchtsamen treffe? Dann ist nix. Sonst noch irgendwas? Scheinbar nicht. Hier komme ich nicht hoch. Schade. Hätte ja klappen können. Als nächstes dann das Rätsel hier vorne. Aber ich würde erstmal versuchen, ein Wildpferd zu fangen. Können wir auch direkt die Quest abgeben. Irgendwie muss ich auch an das Foto von den Viechern dran kommen. Nein. So doof, bei den Schrecken an das Foto zu kommen. So, ich schleich mich von hinten an dich heran. Das wäre wahrscheinlich die eigentliche Methode gewesen. Man wäre auf der einen Seite rein und auf der anderen wieder raus. Beschafft. Mädel, ich hab was für dich. Hier kannst du haben. Kannst es haben. Ja, meins hat ja, glaube ich, jetzt ein Geschirr an.
Geschafft. Gern geschehen. Hundert Rubine, du bist großzügig. Gern geschehen. Jetzt müsste ich das Ding zerlegen. Auf Wiedersehen. Muss mir nichts erzählen. Hier drin ist doch bestimmt auch noch jemand sehr Wichtiges. Ja, bin ich. Ich weiß, Käfer liebst über alles. Mit denen kann man ihn immer glücklich machen. Was für, kaufst du mir denn? Feuerfrüchte, Pfeile. Ja, Feuerfrüchte kann ich ruhig ein paar gebrauchen. Mehr Feuerpfeile, ne? Und Pfeile kann man an sich nie genug haben. So. Was kann ich denn gut verkaufen? Gerade auch mal nix. Das Rhodonit kann ich dir verkaufen. Noch brauche ich es nicht. Erst später brauche ich es. Habe ich wenigstens schon mal ein bisschen Geld. Beeren und ein Höhlenpilz. Er gibt ein Gericht. Habe ich diese Beeren auf dem Bild? Die Beeren auf dem Bild habe ich, glaube ich, gar nicht. Okay, ich fasse es ja schon hier an. Das Malumbett erinnere ich mich, das gibt ein extra Leben. Muss es wohl doch erst abholen, damit ich es rufen kann. Ich möchte mein Pferd mitnehmen. Warum sind hier so viele Pferde schon drin? Ach so, vom der übernimmt die von Wild. Das ist ja geil. Hätte ich das gewusst, ne? Jetzt habe ich zwei Eponas. So, jetzt habe ich wenigstens jederzeit ein Pferd. Wie sammle ich denn diese Stallpunkte? Okay. Achso, für eine Übernachtung kriege ich allein schon die Punkte. Ich nehme das Malumbett. Dann schlafe ich einmal so.
Ich will das Geschirr haben. So, der Treuepreis wartet. Okay. Ach, dann kann ich damit auch Sachen wegziehen, ne? Wenn irgendwas im Weg steht. Ja gut, jetzt hast du halt ein Geschirr, ne? Und Rätsel-Time. Das macht doch Spaß. Okay, heiße Luft. Mal wieder viel heiße Luft um nix. Ich hoffe mal, ich brauche das Brett nicht. Okay, ein Heißluftballon. Ich verstehe, wie es funktioniert. Heb ab! Ach, es wurde zu viel. Dann machen wir halt zwei Luftballons daraus. Es hebt ab. Passt schon. Mein Luftschiff funktioniert. Ist alles, was zählt. So, hier geblieben. Ich muss noch mal mit dir hochfahren. Hat funktioniert. So, wo muss ich Dinge tun? Da muss nur ein Schalter gedrückt werden. Okay, aber wofür ist der Laufweg da oben? Wofür ist der da? Der muss doch irgendeinen Sinn und Zweck haben. Kann doch nicht einfach nur fürs Feeling da sein. Kiste, Kiste. Wo ist eine Kiste? In jedem Schrein ist eine Kiste versteckt. Ja, ich verstehe, wie das gedacht ist. Sehr leicht verständlich.
Es hebt ab. Naja, solange es oben ankommt, ne? Okay, das ist der Speed-Modus. Ich verstehe schon. So kriegt man die große Kugel nach oben. Ich muss sie nur vorher mit dem Brett verbinden. Komm her, Kügelchen. Mein Brett ist gerade verbrannt. Funktioniert irgendwie. Irgendwie funktioniert das. Ich weiß nicht wie, aber es tut's. Hilfe. So, Gefahrenquelle entsorgt. Ja. Tempel geschafft. Also den Schein. Ein weiteres Segenslicht wurde aufgesammelt. So, als nächstes zu Impa würde ich sagen. Hallo. Ja. Nicht zu fassen, ne, Impa? Nee, keine Ahnung, wo die ist. Ja. Wo ist denn der Ballonkorb? Ach da. Gern geschehen. Doch gerne, warum denn nicht?
Immer muss ich überall hinklettern, ne? Oder auch nicht. Ich dachte, da würde eine Sequenz kommen. Ich glaube, ich sehe die Träne. Okay, ich glaube mal an dich, Impa. Von hier oben gucken. Von oben würde ich sagen, hier ungefähr. Ich habe die Träne gefunden. Hilfe, es blendet! Zelda? Sieh nur! Das arme Ding. Oh. 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 Wo bin ich? Verzeih, dass wir dich erschreckt haben. Keine Angst. Mein Name lautet Sonja. Nun sag schon, wie heißt du denn? Ich bin die Tochter König Rohams von Hyrule. Zelda. Welch seltsame Worte. Wir beide haben dieses Reich gegründet. Außer mir sollte es eigentlich keinen König geben. Ihr habt Hyrule gegründet? Und ihr seid König? Ja. Mein Name lautet Rauru. König Rauru von Hyrule. König Rauru und Königin Sonja. Oh. Das heißt ja... Zeitreise. Okay. Das war eine Erfahrung. Mhm.
Höchstwahrscheinlich. Das klingt nicht angenehm. Schlucht klingt nie angenehm. Schreit da irgendwas Krok? Nee. Ich würde gern zu dem Turm. Einfach damit wir die Karte hier ganz sehen. Nein, danke. Ich kann den nicht plemplem machen, ne? Dass er die da oben angreift. Doch, funktioniert. Ich brauche das mehr als du. So, wir wissen ja, wie man den bekämpft. So, kaputt. Da steht dann einfach noch mal so ein Biberrock. Unverschämtheit. Aber gut, dass ich die Viecher so von seinem Rücken runterbekomme. Einmal den zwei Hände darunter. Und hallo, neuer Iverrockhammer. Mir gehen die Waffen aus. Zumindest die Nahkampfwaffen. Kavum! Das war nötig, Leute. Ohne Exhalfos-Klinge. Die erste Rösteiche. Ich müsste eigentlich alle Items einmal auch zum Rösten einfach mal in ein Feuer werfen. Zumindest ein paar Nahkampfwaffen. Ich habe euch schon fotografiert, ne? Oh, mir kommt eine ganz dämliche Idee. Eine Bombenlanze. Um Gottes Willen. Auf jeden Fall werfen, nicht zuschlagen. Jetzt habe ich eine explosive Wurfwaffe. So ganz grob gesagt. Bevor ich jetzt hier die Crocs anfange zu suchen, würde ich wirklich erstmal da oben zum Turm gehen. Epona! Ja, komm doch! Du sollst herkommen, du doofes Vieh. Na also, da kommt es doch!
Worth it? Die waren zu nah. Erwischt! Los, mein treues Ross. Auf und davon. Marone! Dich erkenne ich doch von überall. Jetzt auf dem Foto? Du willst erstmal deine Maracas, ne? Die Bäume? Kaboom! Oh, okay, geschehen. Wir kennen uns doch. Ja, dann beglück mich mit deinem Tänzchen. Beglücke mich. Ich hab genügend. Erstmal die Waffentasche. Da krieg ich am meisten. Ich will alle drei Tänze mal ohne den Avatar im Bild haben. Sind ja auch Sequenzen. Ja, habe ich. Waffentasche. Boom, schaka, boom, schaka, tschana. Ich liebe dieses Tänzchen. Oh, guck mal, ich habe die Glückszahlen, Rubin. Ist mir gar nicht aufgefallen. 777. Ach, jetzt ist er weg. Schade, ich wollte die anderen beiden Tänzchen auch noch sehen. Er ist im Osten zu finden, hat er gesagt. Wir werden ihn wiedersehen. So viel Geld. Wir haben schon 800. Oh. Warum Foto von der Keule? Jetzt bräuchte ich das Ivrok-Herz nochmal. Dann hätte ich einen richtig krassen Hammer. Oder zumindest einen Felsen schon mal, damit überhaupt was an dem Teil dran ist.
Eine Höhle. Lassen wir die Höhle erstmal in Ruhe. Da kann ich gleich hinkommen. Erstmal wollen wir hier hoch. Ich glaube, dafür muss ich dich aber kurz zurücklassen. Warte hier auf mich, Hippona. Hi. So, kurz gucken, wie komme ich da gut dran? Was wollt ihr von mir? Klettern ist nicht drin. Bis ich da ankomme, ist meine Ausdauer weg. Ich denke mal nicht, dass hier genügend rumliegt am Holz, dass ich eine Brücke komplett da hochbasteln kann. Aber wie viele von euch wollen denn noch hier auftauchen? Jule Tannenzapfen. Warte mal. Der ist so fotogen. Okay, der ist dafür da, Feuer richtig stark anzulodern. Nee, damit käme ich auf so ein beschissenes Floß zusammen. Da vorne ist das Material, um an den Turm zu kommen. Safe. Muss ich nur gucken. Einen Heißluftballon habe ich nicht zur Verfügung, wenn ich es richtig sehe. Am besten wäre einfach, einen Scheiß erstens auf die Räder zu geben und einfach so lang wie möglich zu basteln. Ich kann, hab davon die Möglichkeit, mir einen richtig guten Hammer zu machen. Der Turm muss auch mal einen kurzen Moment warten. Da kam gerade so ein Trümmerstück runter. Sofern es jetzt nicht komplett am Fuße des Berges ist. Ne, ist direkt hier. Kann ich das eigentlich auch fotografieren? Also in der Theorie kann ich es fotografieren. Das steht außer Frage. Trümmerstückhammer. Hohe Haltbarkeit. Und ich kann den Hammer noch aufwerten. Obwohl, Trümmerstück ist weniger wert. Oh, jetzt habe ich wenigstens einen Hammer. Ja, sollte reichen. Warum habt ihr nicht direkt eine Brücke gebaut, die hier zum dem Scheißturm führt?
glaubst du, den Ornis, also zu dem nächsten Story-Abteil, kommen wir heute nicht mehr? Das war ja mein eigentliches Ziel, dass wir so auf dem Weg dorthin sind. So, Abschuss in ein paar Sekunden. Feuer frei. So, jetzt sehen wir die Umgebung wenigstens als Ganzes. Ich sehe schon den ein oder anderen Punkt, wo eventuell Crocs sein könnten. Ich kann da drauf landen. Nur was bringt es mir? Warte mal, die Himmelsinseln wurden doch auch aktualisiert. Nicht mal ansatzweise in der Nähe. Richtung Süden. Oh, da könnte ich aber eventuell trotzdem hin. So. Schön mittig. Fertig. Und damit sind wir auf der Himmelsinsel. Ja. Ciao, Gleiter. Ich kann hier was aktivieren. Ist wahrscheinlich auch so gedacht, dass man so hier hinkommt. Was habe ich denn da aktiviert? Ich lasse den Avatar noch mal kurz aus dem Bild. Heldenmutprobe. Oh nein. Okay. Einfach nur gezielt runterspringen, das schaffe ich. Mutprobe bestanden? Noch nicht. Wer bremst, verliert. Kriege ich dafür? Einen riesigen glühenden Stein. Den da. Ach, dafür kriege ich einen Schrein. Lol. Den haben wir uns erarbeitet, den machen wir. Aber erstmal muss ich aus diesem Tümpel raus. Da ist auch ein Kapselspender. Vielleicht hat er ja neue Kapseln für mich. Warte mal. Die
Diese Pflanze ist so photogen. So now, so now, so now. Rein damit. Ich will so ein Kanonending. Das kommt dann an meinen Schild. Oh, ich sehe auf jeden Fall Neues. Zeitbombe. Oh nein. Okay, da ist auch was Neues. Den Heißluftballon kann ich auch so bekommen. Schluck. Den Heißluftballon hätte ich gern das ein oder andere Mal mehr. Zusammen mit dem Feuerding ist das ja ultra eine Abkürzung. Ich habe aber leider nicht so viele so Nau-Dinger. Noch nicht. Ich will erstmal den Schrein aktivieren. Ich will den Teleportpunkt haben. Warte mal, wir sehen hier auf der Karte. Zeitbomben, Heißluftballon und Reisekochtopf kriege ich hier. Und den Ventilator. Eigentlich nur gute Sachen. Ich schmeiß meine restlichen kleinen Sonau-Dinger rein. Mit was könnte man die Zeitbombe verbinden? Mit einem Auto. Mit einem Ventilator auch. So an die Bombe dran kleben und dann wegschießen. Das Ding ist ja, ich weiß ja nicht, wie stark diese Bombe ist. Kampftechniken, Pfeil und Bogen. Will das Spiel mir jetzt nochmal beibringen, wie ich Pfeil und Bogen verwende? Das weiß ich doch schon längst. Oh. Ich will das da links fotografieren. Und dich gleich mit. Sofort. Ich habe die Chance, hier ein gutes Foto von dir zu kriegen. Geschafft. War das alles? Oh nein. Ich konnte den dritten nicht mehr sehen. Wenn das alles war, dann war das hier echt lachhaft. Vielen Dank dafür. Danke, dass ich das Geschenk kriege. Und ich kriege direkt auch noch richtig viele Bögen geschenkt. So, ein schönes Foto vom Konstruktbogen auch noch.
So, den auf den Boden. Den auf den Boden. Die Schwerter nehme ich gerne mit. Haben die irgendeinen Vorteil gegenüber den Reisebogen? Ich tausche trotzdem mal den alten aus. Eine Kiste ist wahrscheinlich auch noch mal am Bogen. Sag ich doch. Sogar ein starker Konstruktbogen. Nein, Moment mal. Ich heb den gleich wieder auf. Ach, schade. Ich wollte ein Foto machen, wie der da anlehnt, wie bei dem anderen. Aber der bleibt nicht stehen. Naja, so oder so. Wir haben hier ein paar Bögen bekommen. Und natürlich auch nochmal ein Segenslicht. Ja. Im Kindesalter haben die das schon gemacht. Okay. Okay, ich bin bereit. Sekunden, okay, dann muss ich mit dem Sturzflug. Schon verkackt. Ich habe mich gerade extra umgebracht. Easy. Aeroharnisch. Oh. Warum würde ich den Rekord nochmal unterbieten wollen? Kriege ich dafür irgendwann mal was? Wenn nicht, bringt mir das doch gar nichts. Also ich sehe keinen Nutzen darin, da jetzt nochmal runter zu segeln. Komm zurück! Ich sehe noch eine Fee. Sie drauf? Sie ist drauf.
Ja, hab eine Fee eingesammelt, ne? Den Himmelspilz kann ich auch gleich fotografieren, wenn ich schon dabei bin. Ist ansonsten nichts, ne? Ne. Mit so nah nehmen kann ich es ja verbessern, aber das, das ergibt ja nicht wirklich ein Schwert. Wird das eher zu einem Knüppel? So, wo steht mein Pferd? Da. Probieren wir den Anzug doch direkt mal aus. Also ich merke nichts davon, dass ich aerodynamisch geworden bin. Das wäre mir jetzt gerade wirklich fremd. Wahrscheinlich erst, wenn man alle drei Dinge hat. Die sind immer schneller als ich. Hier an der Stelle sehe ich jetzt auch nichts, was sonderlich interessant wäre gerade. Außer den Pilzen. Irgendwo auf einen der Pilze bestimmt random verteilt. Das Objekt meiner Begierde, ein weiterer Krog. So, ich kann mich ja hier oben draufstellen. Da kam ein Trümmerstück runter. Und es dann hier für heute gut sein lassen. Ja, haben noch wieder ein bisschen was erreicht. Waren auf einer weiteren Himmelsinsel. Haben einen weiteren Turm aktiviert. Wir haben Zelda mehr oder weniger wieder gesehen. Wir haben ein Pferdchen. Haben den Stall freigeschaltet. Ich würde sagen, wir haben genug für heute geleistet. Für YouTube, wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.